diesem Video möchte ich ganz gerne über ein Thema sprechen, was das Leben als Schlagzeuger wirklich lebenswerter macht. Die Rede ist von Ghost Notes. Was das ist, wie man die Technik spielt, wie man das koordinativ gebacken kriegt und ja, wie man das auch in seine Drum Grooves integriert, das zeige ich dir in diesem Video. Bevor ich jetzt ins Thema reingehe, noch eine wichtige Information vorab. Ich habe alle Übungen, die ich dir hier demonstrieren werde, in Notenform aufgeschrieben und findest unten in der Videobeschreibung einen Download-Link. Da kannst du dir eine PDF-Datei herunterladen und ja, findest alle Übungen und vielleicht auch noch ein, zwei weiterführende Sachen. Manchmal merke ich dann bei der Aufnahme eines Videos, ach guck mal, da ist noch ein bisschen was dazugekommen, beziehungsweise es wäre sinnvoll, das noch ein bisschen zu ergänzen. Das landet dann immer noch in dem PDF. Jetzt aber ins Thema. Was sind denn jetzt Ghost Notes? Das ist im Grunde genommen relativ schnell erklärt. Stell dir einen einfachen Drum Groove vor, bumm, klatsch, bumm, bumm, klatsch, sowas halt in der Art. Und das definieren wir jetzt erstmal als den Groove und Ghost Notes. Ja, das sind Noten, die du noch hinzufügst. Die sind in der Regel sehr leise gespielt und in der Regel auch auf der Snare Drum. Und ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die wichtigste Regel ist im Grunde genommen, die darfst du eigentlich nur hinzufügen, vor allem jetzt, wenn du mit deiner Band spielst oder wenn du mit Musik spielst, wenn sie die Qualität des eigentlichen Grooves, den du da spielen möchtest, nicht schmälern. Das heißt also, in dem Moment, wo du merkst, dass du ja von der Koordination noch nicht weit genug bist und der Groove sich im Klang oder im Tempo, im Timing so ein bisschen verändert, sobald du anfängst, noch Noten hinzuzufügen, dann würde ich sie erst einmal rauslassen und noch ein paar Minuten im Proberaum investieren. Auslöser für dieses Video war eine Unterrichtsstunde, die ich in der letzten Woche mit einer Schülerin hatte. Und besagte Schülerin kam in den Unterricht und sagte, sie hätte sich von sich aus so ein bisschen mit dem Thema Ghost Notes beschäftigt. Da ging es um den Drum Groove von Californication von den Red Hot Chili Peppers. Den werde ich hier auch mal als Basis nehmen für so ein paar Sachen, die ich gleich demonstriere zum Thema Ghost Notes. Und genau, sie hat es dann gespielt und der Drum Groove, also so die Noten, die Anzahl der Noten, das passte alles von der Reihenfolge und auch vom Timing war das schon sehr, sehr, sehr gut. Aber die Ghost Notes waren halt leider keine Ghost Notes, die waren alle ziemlich laut. Und der Irrglaube bei der Schülerin, und das ist ein Irrglaube, den ich auch immer wieder im Internet feststelle, in den üblichen Diskussionsforen, und auch wenn Leute hier neu anfangen im Schlagzeugunterricht und ja sagen so Ghost Notes, die Schülerin hat die Ghost Notes aus den Fingern, also mit Fingertechnik gespielt. Und das ist ein ja relativ weit verbreiteter Irrglaube. Ich bin sonst kein Fan von totalitären Ansagen, was Bewegung und Spieltechnik angeht. Also da gibt es schon einen gewissen Meinungskorridor. Schließlich sind menschliche Körper in den Details doch ziemlich verschieden. Aber wenn ich jetzt mal hier auf die andere Kamera gehe und mal so ein bisschen hier auf die Snare reinzoome, dann ist das ja im Grunde genommen so, wenn ich jetzt diesen Drumstick aus den Fingern wirklich bewegen möchte, dann habe ich hier schon relativ viel Hub. Wenn ich aber eine Ghost Note spiele, dann spreche ich da wirklich über 1 bis 2 Zentimeter und ich führe das aus als Tap aus dem Handgelenk. Ich lasse mal das Sprachmikro an und spiele die mal, die Ghost Note, aus dem Handgelenk. So, ja. Und das war jetzt für dich auf jeden Fall von der Lautstärke erträglich, obwohl das Sprechmikrofon an ist. Wenn ich das gleich jetzt mal aus den Fingern mache und ich sage mal so diesen Minimalhub, den ich spielen kann, wenn ich aus den Fingern spiele, dann reden wir im Grunde genommen über so eine Lautstärke. Und das würde ich jetzt nicht mehr als leise bezeichnen. So, ich würde sagen, also wenn ich Ghost Notes spiele, gibt es da für mich im Grunde genommen eigentlich nur 2 Bewegungsarten. Taps aus dem Handgelenk und dann auch später auch ein Tap, aber dann unter Nutzung des Rebounds, wenn wir zum Beispiel über so Drag Notes sprechen. Californication ist ein sehr gutes Beispiel. Da ist es auf der letzten 16. so, dass da so eine Drag Note gespielt wird. Oder Danny California, Can't Stop, im Grunde genommen nicht jeder Song, aber ganz, ganz viele Songs von den Peppers haben das auf jeden Fall drin und auch natürlich von anderen Bands. Dann kommt der Rebound noch hinzu. Aber, also festhalten, ihr Glaube ist wirklich, dass man das aus den Fingern spielt. Und da ist aber der Hub eigentlich schon viel zu groß, als dass es noch eine Ghost Note werden könnte. Das heißt also, die Bewegung ist wirklich flach. 1 bis 2 Zentimeter Hub an der Stockspitze und dann werden die Ghost Notes aus dem Handgelenk gespielt. Vorbereitet für dieses Video habe ich jetzt 3 Ghost Note Patterns und die steigen jeweils im Schwierigkeitsgrad an, beziehungsweise die Menge der Noten nimmt auch einfach hinzu. Starten möchte ich gern, ja, sozusagen mit der einfachsten und das ist erstmal nur eine einzelne Ghost Note und es gibt 2 Positionen im Takt, wo man die gut spielen kann. Einmal das letzte 16. auf der Zählzeit 4. oder 4. und auf der 2. beziehungsweise der 2. funktioniert das auch ganz gut. Ich mache dir mal beide Versionen vor, einmal ein bisschen langsamer und einmal in etwas schneller. One, two, three, 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 one, two, three,
Diese einzeln gespielte Ghost Note bietet sich natürlich vor allem für den Anfang an. Und das ist etwas, wo man häufig auch irgendwie intuitiv schon ganz gut drauf kommt. Genau. Achte, wie gesagt, dass der Schlag wirklich auch aus dem Handgelenk ausgeführt wird. Und es bietet sich auch an, direkt mal zu gucken, wie das mit anderen Bassdrum-Variationen aussieht. Ich habe jetzt gerade Bassdrum auf 1, auf der 3 und auf der 3 und gespielt. Und wenn du jetzt so im Achtelnotenbereich einfach mal so diese gängigen Bassdrum-Variationen durchgehst, also bumm, klatsch, bumm, bumm, klatsch, bumm, klatsch, bumm, bumm, klatsch, bumm, klatsch, bumm, klatsch, bumm, klatsch, bumm, klatsch, bumm, klatsch, bumm, bumm, klatsch. Ich denke, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Das geht halt super einfach noch mit dieser einzelnen Ghost Note. Kommen wir mal zum zweiten Muster. Da sind jetzt schon mehr Ghost Notes drin und es gilt im Grunde genommen das gleiche wie fürs erste Muster. Das könntest du in der ersten oder in der zweiten Takthälfte machen. Das mache ich aber mal nur in der ersten Takthälfte. Da hast du eine Ghost Note, die du schon kennst, auf der 2 T und dann noch eine auf der 3 Und ich lasse das Bassdrum-Muster jetzt gleich, also Bassdrum spielt auf der 1, auf der 3 und auf der 3 und. Und ich mache das erstmal in ganz langsam vor und dann einmal in etwas schneller. Jetzt habe ich dir gerade gesagt, den könnte man auf der zweiten Takthälfte auch anwenden. Das mache ich auch nochmal mit exakt der gleichen Bassdrum-Stimme vor. Also Bassdrum bleibt bei 1, bei 3, bei 3 und. Und dann hast du dementsprechend die Ghost Note auf der 4. und auf der 1. Das geht also so ein bisschen über den Taktstrich hinaus. Bevor ich jetzt zum dritten und letzten Ghost Note Pattern gehe für dieses Video, möchte ich dir nochmal einmal vorspielen, wie das klingt, wenn du genau diese beiden Ghost Notes jetzt auf beiden Takthälften spielst. Das heißt, du hast eine Ghost Note auf der 2., auf der 3., auf der 4. und auf der 1. Bassdrum lasse ich wieder gleich 1, 3, 3 und. Einmal in langsam und einmal in schnell. Kommen wir zum dritten und letzten Ghost Note Pattern für dieses Video und das hat es ganz schön in sich. Die Menge der Ghost Notes verdoppelt sich noch einmal und dementsprechend mache ich das auch erst einmal langsam vor und dann gibt es gleich noch eine Zwischenübung. Die Ghost Notes kommen auf die Zählzeit 1, auf die Zählzeit 1 und dann geht es weiter auf der 2 und auf der 2. Und dann wiederholt sich das gleiche Muster in der zweiten Takthälfte, das heißt wir hätten dann wieder bei der
3 bei der 3 und dann hinten bei der 4 und bei der 4 T. Und wie gesagt, ich mache es erst einmal nur langsam vor, dann gibt es nochmal eine Zwischenübung und dann gehen wir gleich auch nochmal ein bisschen auf Tempo. Spätestens bei diesem Ghost Note Pattern wird es dann auch recht ungemütlich mit der Koordination, selbst schon bei einfachen Achtelnoten Grußphase natürlich zwischendurch immer mal wieder eine laute Bassdrum auf einer leisen Ghost Note hast. Ich habe dazu schon mal ein Video gemacht zu dem Drum Groove von Two Princes von den Spin Doctors, da kommt das auch vor in einem sehr, sehr hohen Tempo, ist ein ähnliches Muster. Ich glaube sogar genau das gleiche, müsst ihr nochmal gucken. Genau, packe ich mal unten auf jeden Fall einen YouTube-Link rein, da kannst du dir das auch mal angucken. Aber das ist wirklich nur für weiter Fortgeschrittene. Wenn du jetzt noch ganz am Anfang bist, dann kümmere dich gerne um dieses Muster, bleib hier bei 60 BPM und dann bist du auf jeden Fall auch erst einmal gut beschäftigt. Kommen wir zu der Zwischenübung, beziehungsweise zwei an der Zahl, die ich da noch für dich habe. Das erste, was ich mal checken würde bei dem Muster ist, wie klinken deine Snare-Hand, bei mir ist es die linke, wie klinken die erstmal überhaupt alleine? Also die Ghost Notes und den lauten Backbeat, ohne dass jetzt noch rechte Hand und rechter Fuß irgendwie was dazu machen, das mache ich dir einmal vor. Die zweite Übung, die ich dir zu diesem Pattern noch zeigen möchte, ist die On- und Off-Übung und das gilt im Grunde genommen für die anderen beiden Pattern und für jede, ja, für jede Art von Ghost Note Pattern auch. Ich spiele jetzt mal zwei Takte den Drum Groove ohne die Ghost Notes und dann für zwei Takte füge ich die Ghost Notes hinzu, also ich schalte sie quasi an und aus und stelle dann im Idealfall beim Üben auch sicher, dass ich mir sehr, sehr gut mich selber beobachte, also einmal visuell und auch natürlich auch höre, sind die Ghost Notes wirklich leise, sind die Backbeats wirklich laut genug, wird auf einmal die Hi-Hat leiser oder lauter, verändere ich was in der Bewegung, das sind so die Punkte, die ich mir da angucke und anhöre, während ich das übe. Also zwei Takte ohne dieses Pattern, zwei Takte mit diesem Pattern, einmal in langsam und einmal dann in etwas schneller.
Und das sind sie auch schon, meine drei Go-To-Go-Snow-Pattern. Je nachdem, wie weit du schon bist in Sachen Koordination und Technik, wäre mein Tipp für dich, dass du dir eins dieser drei Pattern nimmst, die halt zu deinem Skill schon passen und das erstmal ein bisschen rundlutscht. Das heißt, dass du es schaffst, die Ghost Notes leise zu spielen, dass die Backbeats laut bleiben. Im Grunde genommen, ja, dass sich das beim Spielen nicht tangiert, ob du diese Ghost Notes halt spielst oder nicht. Und dann wäre der nächste Schritt mal so ein bisschen in Richtung Bassdrum-Unabhängigkeit zu forschen. Erstmal so diese einfachen Achtelnoten-Bassdrums, wie ich sie vorhin schon mal einmal vorgemacht habe, die mal durchzugehen und dann auch so diese Go-To-Sechzehntel-Noten-Bassdrum-Variation. So eine Bassdrum auf dem vierten Sechzehntel, mal auf dem zweiten Sechzehntel, diese klassischen Doppel-16-Bassdrum-Geschichten, sowas in der Art. Das würde ich dann immer mal checken, aber immer erstmal nur mit einem Ghost Note Pattern und dann gerne immer in dieser Übung zwei Takte Ghost Notes aus, zwei Takte Ghost Notes an. Und wenn das klappt, auch dieses bewusste, ganz wichtig, das bewusste An- und Ausschalten der Ghost Notes, ja, dann bist du auf jeden Fall good to go und hast sozusagen ja, die Erlaubnis, in Anführungsstrichen natürlich, das auch in der Band oder wenn du mit Songs spielst, zu nutzen. Also viel Spaß damit. Und ja, ich hoffe, du hattest eine gute Zeit beim Gucken des Videos und ich konnte dich ein bisschen inspirieren, dich mit dem Thema Ghost Notes mal ein bisschen auseinanderzusetzen. Ich für meinen Teil gebe da mal zu, dass ich von der Spielanlage eher jemand bin, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal die ein oder andere Ghost Note zu viel spielt. Aber darüber sollen meine Mitmusiker und Mitmusikerinnen richten. Also, viel Spaß beim Ausprobieren und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn du mehr Videos von mir gucken möchtest, dann ja, freue ich mich auch über ein Abo und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, eine gute Zeit. Ciao!